Und da bin ich wieder. Und wir sind hier natürlich immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Los, 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 Rakete, flieg! Was zum Henker? Warum fliegt die nicht? Wollt ihr mich verarschen? Hä? Ich treffe die nicht. Ah, ich verstehe. Die ist lasergesteuert. Ich verstehe, ich verstehe. Deswegen muss ich so draufhalten. Sehr schön. Alter, das Ding ist saugeil. Boah, im Multiplayer bräuchte ich das von BF3. Super. Kann halt diese, man kann die scannen und dann noch hinschießen, wo man will. Tschüssi. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, es ist alles easy. Shit. Kovic, alles klar? Er hat schon kein Namensding mehr über dem Kopf. Ich glaube, er ist tot. Oh, die anderen auch nicht. Kovic, alles klar? Scheiße. Gar nichts gut. Vermutlich ist alles da drin. Nimm's dir. Garrison hat die Codes. Cenk wird dich jagen. Alles klar. Los! Los! In Ehre deiner. Na los, auf geht's. Ich habe ihn zwar nicht lange gekannt. Aber jetzt zum Schluss ist er doch noch ganz nett geworden. Ich gehe vor, Squad Leader. Gehen wir zur Brücke und suchen Garrison? Ja. Natürlich. Jetzt gibst du wieder die Befehle. Danke sehr. Ich bin Squadleader, 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 la 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 la. Jedes gehört auf mein Kommando. Jedes, ja, jeder gehört auf meine Kommando. Erstmal zu Mackes. Muss ich hier hoch? Ich nehme mal an. Da komme ich aber nicht hoch. Wer ist denn hier? Oh mein Gott, dahinter sehe ich welche. Rein hier! Oh mein Gott, was geht denn da für eine Party ab? Hier, yeah, er ist da. Wow! Alter, was für ein Henker. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da doch so viele hinter sind. So. Wechsel mal wieder zu der. Einfach mal Granate sofort reinwerfen. Tschüssi! Hat doch funktioniert. Wieso habe ich das nicht gleich gemacht? Alter. Wir haben die ganze Brücke auseinandergenommen hier. Die Brücke ist gesichert. Was zum Henker? Ist er okay? Also ist stabil. Wo ist Agent Kovic? Hat's nicht geschafft, Sir. Verdammte Scheiße. Dein Tombstone schwimmt die Valkyrie noch. Alter, lass aber mich. Sie ist angeschlagen. Durch. Wir sind weit weg von zu Hause. Und da drauf gucken. Gebiet. Es kommt vielleicht noch schlimmer. Daher bin ich froh, euch Marines hier zu haben. Ja. Sergeant Wrecker, Besprechung in 15 Minuten. Tombstone gehört Ihnen. Hurra! Away! Ja, ja. Ich bin also Squad Leader. Ja, das ist schön. Cool gemacht hier mit den Squads. Die Daten von der Titan bestätigen, dass das Pazifikkommando durch chinesische Raketen ausgelöscht wurde. Da hat jetzt Cheng das Sagen. Was von unserer Flotte auch übrig sein mag, ist da draußen jetzt vollkommen blind. Mir ist der Ernst der Lage bewusst, Captain. Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein. Aber sie ins Squad aufzunehmen, das wird Irish nicht gefallen. Irish kennt nicht alle Umstände. Das sind besondere Bedingungen. Sie geht mit euch. Verstanden. Irish ist ein guter Mann. Ich passe auf ihn auf. Das weiß ich zu schätzen, Peck.
Sie sind eigenwillig, aber auch ein guter Anführer. Danke, Captain. Müssen wir noch was über den Angriff auf das Flugfeld wissen? Ja, holen Sie Wrecker. Natürlich. Und Hannah ist also doch zu uns gekommen. Pack, Wrecker, sperrt die Ohren auf. Unsere letzten Raketen müssen ihren Zweck erfüllen. Greift das Flugfeld an. Haltet den Boden im Auge. Schickt ein Signal, wenn ihre Flugzeuge abheben wollen. Wir jagen die Hurensöhne in die Hölle und ziehen nach Westen. Verstanden, Captain. Kinderspiel. Pack. Wrecker, ihr kommt vielleicht nicht zurück. Wie viele eurer Freunde. Doch jetzt zählt's. Das ist unsere Chance. Wer das Flugfeld erreicht und die Flares zündet, hat noch 30 Sekunden, bevor unsere Raketen einschlagen. Alles klar. Alle Witzka. Lasst euch nicht von uns abknallen. Hatte ich nicht vor. Anna? Auf geht's, Wrecker. Naja, und Hannah ist ja ein guter Zuwachs, Alter, wie die kämpfen können. Wird schon schief gehen. Irish, wo bist du Irish? Bist du Irish? Nee, du bist nicht Irish. Sind jetzt wieder zu dritt? Nee, Irish ist da vorne. Los geht's, Marines, los! Feld des Captains Irish. Wow, was machst du denn hier? Ich bin freiwillig hier. Ach, freiwillig? Wer hat das bewilligt? Captain Garrison, klär das mit ihm. Habt ihr das gewusst? Jo. Sprechen Sie Mandarin, Sergeant? Ich wüsste wirklich nicht, was dich das angeht, Mädchen. Ich will nur helfen. Komm, Irish. Du stehst hinter mir, oder? Ja, klar. Komm, Irish. Ich denke, das ist ein großer Fehler. Sie ist ein Risiko und eine Belastung. Das hast du natürlich recht, aber jeder, der helfen will, soll helfen. Und besser Sie getroffen als wir, oder, Irish? Achtung an alle! Sie hören Captain Garrison. Soldaten der Valkyrie, wir alle sind müde. Wir haben alle gelitten, haben Kameraden und Freunde verloren. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein. Der Sturm hält die feindliche Luftflotte am Boden, aber nicht mehr lange. Wir mögen das letzte Schiff sein, doch wir gehen nicht kampflos unter. Wir steuern gen Westen. Wir nehmen das Flugfeld im Schutze des Sturms ein und sichern die Straße von Singapur. Siegt mit Tempo und Mut. Dieser Sturm wird uns nach Hause tragen. Alles klar. Und los geht's. Ab an Steuer. 3, 2, 1, go! Boah, sehr gut getimt. Woohoo! Ab in den Westen! Lass den Scheiß weg! Hast du eine Signalpistole? Ja, klar! Weiß jemand, ob der Sturm noch heftiger wird? Keine Ahnung! Könnt ihr eine halbe Stunde abschauen! Wirkt eher wie ein tropisches Team! Klingt wie ein Taifun! Was ist ein Taifun? Du würdest es einen Orkan nennen! Wir werden diesen Plan trotz des Sturms umsetzen! Wenn die Rakete da nicht steht, müssen viele Menschen bleiben. Hehe. Wow. Wow. Total sicher. Total sicher, mega sicher. Super sicher hier. Eine tolle Idee hier zu landen. Achso, eh halten verlassen. Ah, los. Ich bin zu blöd. Boah, ich sehe auch gerade gar nichts. Ist einfach mega dunkel hier. Ich mach mal die Hand. Alter. Ich sehe die gerade alle gar nicht. Weil es so dunkel und hell ist. Ich treffe gerade wirklich gar keinen. Alter. Alles klar, ich glaube, wir müssen jetzt nicht hinterhalten. Das wäre besser. Das Squad erledigt alles für mich. Sehr schön. Ich bin ganz in Deckung. Wow, was geht denn da vorne ab? Wow. Alter Verwalter.
Okay, mit der Mod können wir also schon mal nichts anfangen. Wir müssen uns also hinter dem Panzer halten. Okay, das machen wir so. Sehr gut. Wechseln hier. Zu UMP-45. Und rücken jetzt vor. Sehr schön. Und sofort hier hinter. Am besten. Ich versuche da mal vorne am MB-Abflug zu schießen. Ich glaube, ich hab ihn. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Sehr gut. Weiter geht's. Bereit für Ziele. Ziel erkannt. Sehr schön. Alle weg. Sehr schön. Sekunde, wir laden gerade nach. Ich glaube, da wollte gerade hier vier Panzer anbringen. Okay, Feuer bereit. Die Aufnahme schickt in den Transporter Verstärkung her. Landekopf ist gesichert. Alter, es sind aber auch so viele hier. Und wir sind hier ein kleines Squad mit dem Panzer. Das ist alles. Mehr Leute haben wir hier nicht. Wenigstens haben wir nicht den Panzer. Das ist schon mal was. Na los, einfach rüber. Gas. Yo.